So, weiter geht's heute mit Grid und der ist in der Kategorie Swift. Speed Sizes. Time Attack zwei Runden. Einmal Okutama und einmal Sydney. Los geht's. Was haben wir denn für Autos überhaupt zur Verfügung momentan? Gucken wir mal. Ich kaufe erstmal gerade alle, damit wir es mal sehen können. So, wir haben einen Mitsubishi Lancer Evolution 9, Audi A8 1.1, weil ich bin nämlich fast sicher gerade auf dem Audi, MCA Hammerhead Nissan Silvia, da Nissan Silvia Time Attack Spec, also quasi nochmal eine andere Kategorie, und den Honda R6, und wenn ich ehrlich bin, nehme ich gerade den R8, der hat ein bisschen mehr Leistung. Auf geht's, liebe Leute. Anfangen wir mal in Okutama. Wir haben 3 Runden Zeit, 2,3 Kilometer. Das ist diese Außenstrecke. Auf die anderen brauchen wir gerade gar nicht achten, weil, wie gesagt, es geht eigentlich nur darum, die schnellste Rennrunde zu fahren und hoffentlich keine Strafe zu kassieren. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Kristen, verrate uns doch ein wenig über Okutama. Was erwartet unsere Fahrer hier? Die Strecke ist recht anstrengend. Sie ist lang und man muss die ganze Zeit ruhig und konzentriert bleiben. Um zu gewinnen, musst du die Nerven behalten, in mentale Bestform gelangen und das beibehalten. Danke, Kristen. Es wird Zeit, unseren Blick auf die Strecke zu richten, denn die Veranstaltung wird gleich losgehen. Ja, und zwar jetzt. So, schauen wir mal. Ah, der hält mich gerade auf, weil ich will ja jetzt nicht um den. Alter. Jetzt hole ich mir die Position. So, die Frage ist, wie gehen die. Gar für die Gesamtzeit reicht es nicht. Zweiter, ich sag ja, das reicht nicht ganz für die Position. Da haben wir ein bisschen verloren. Aber 9 Sekunden hinter der Spitze, okay. Ja, klar, die versauen mir, indem sie jetzt natürlich sagen, ich bremse jetzt ein bisschen nicht weg, versauen sie mir natürlich die Runde. Ich muss eine freie Lücke erwischen und das ist mein Ziel. So, letzte Runde haben wir. Seit momentan bei Platz 2 und wir müssen jetzt ungefähr. Dass wir hier jetzt eine schnelle Runde für erwischen. Sind 9 Sekunden. Nein, 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 das Problem, wir laufen den Weg. Wir laufen das nächste Grüppchen auf. Verschwinde, Mann! Zweiter, sag ja. Keine Chance, wir hatten keine Chance, eine freie Bahn zu erwischen, weil immer wieder ein Grüppchen dabei war. Und damit ist es nur der zweite Rang. Es waren am Ende 6 Sekunden, die uns gefehlt haben. Aber wie gesagt, wir haben nicht einmal eine Möglichkeit gehabt, eine freie Strecke zu erwischen. Das hat mein Teamkollege gut geschafft und hat das Ding damit gewonnen. Puh, hätte ich nicht gedacht, dass wir das verlieren. Aber momentan, diese Serie, die zieht sich momentan echt durch. Außer das letzte Rennen, das haben wir gewonnen mit 2 Siegen. Aber davor haben wir echt auch nur verkackt regelmäßig. Das heißt, wir müssen jetzt im letzten Versuch nochmal was nachliefern. Ansonsten werden wir von unserem Teamkollegen entthront. So, letzte Rennen ist Sydney Motorsport Park. Das, was jetzt noch ansteht, weil dann sind wir nämlich auch durch. Und da müssen wir wieder eine Chance haben. Und der ist wieder vorne dabei. Tatsächlich geht das jetzt gegen unseren Teamkollegen hier nur. Es geht in die alles wir müssen das Ding gewinnen. Und der darf nur maximal Dritter werden. Okay. Eigentlich bin ich ja kein Problem, mit Zweiter zu werden. So, auf geht's. Ja, das ist schon die erste Runde weg. Da ist mir.
Da ist das Heck schon ein bisschen gekommen. Oh mein Gott, hör doch mal auf mit der Scheiße da. Ja, das hatte keine Wurst dabei. Aber momentan gibt es keine Chance mehr zum Reißen. So, die ersten Runden gehen jetzt rein, gleich. Ach Leute, fuck die mich gerade eigentlich ab, ey. Ja, wenn du da Dokotama, da hast du einfach keine freie Bahn damit. Und schon verlierst du da ein paar Sekunden. Jetzt müssen wir mal gleich gucken, wie ich das von der zweiten Runde Minimum einen Arm gegriffen bekomme. Ja, wirklich erfolgreich ist es absolut momentan. So viel Schwierigkeiten mit diesen Schwierigkeiten. So, jetzt müssen wir mal liefern, ansonsten haben wir ein Problem. Teamkollege sehe ich gerade nicht, was die Zeiten betrifft. Aber wir sind momentan aus 16 Uhr. Schön hin vorbei gedrückt noch. Ne? Da hat sich einer weggedreht, das ist mir gerade egal. Es geht momentan um die Gesamtzeit. Und die haben wir. Momentan. Keine Chance, was sonst auf Angriff zu gehen mit dem Kollegen. Ah, leck mich doch! Und der nächste, der sich weg. So, außen kassiert. War der auch noch zurück. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier vielleicht auch noch eine schnelle Runde fahren. 1. Das ist das Wichtigste erstmal. 1 und 3. Das ist momentan das, was war, weil ich mir ein bisschen erhofft hat, dass einer dazwischen klebt noch. Ich glaube, dann werden wir aber trotzdem den Gesamtsieg holen, wenn wir dann zwei Siege auf dem Konto haben. So, besser wird es gerade nicht werden, das heißt, wir müssen ein bisschen hoffen. Wir haben uns 3 Sekunden, wir sind 6 vor. Ja, die Strecke ist nicht gut geeignet für absolut toxisch. Jetzt komme ich zu wenig schwanger geraten. Ich
Wackel. Wir müssen jetzt gucken, dass wir wirklich auf diese eine Runde wird. Die Frage ist, schafft der Typ-Kollege es, noch auf zwei vorzuarbeiten? Oder bleibt es dabei, dass wir es nicht schaffen? Ja, damit haben wir es gewonnen. Da wird nichts mehr passieren. Yes! Endlich. Und es reicht am Ende, um dann vorne dabei zu sein. Puh, dann haben wir das schon mal geholt. Damit reicht das, glaube ich. Ich glaube, das dürfte sogar für Doppelsieg reichen, oder? Ja. Sieht zumindest so aus. Ja. Gut gemacht, auf jeden Fall. Im ersten Rennen haben wir keine Chance gehabt, aber da wir auch keine freie Strecke gekriegt haben. Jetzt haben wir den zweiten Sieg in Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder um 14 Uhr. 14 Uhr, ja. Mit Time Attack nochmal. Zwei Rennen. Havana, dann Zhejiang und dann der Red Bull Ring. Bis dahin und tschüss.